Servus, willkommen zu einem neuen Farmvlog auf Feflagram. Heute Montag, 22. Und ja, Wetter ist, ja, passt warm. T-Shirt, Wetter, kurzer Hose, Wetter. Jetzt finden wir wieder. Jetzt. Und zwar haben wir letzte Woche abgefragt beim Bagger. Und dann hat es geheißen, ja, die Woche sind sie komisch, weil sie alle Ausflug gemacht hat. Er hat gesagt, unter der Woche kein Problem. Jetzt hat er heute Morgen anscheinend angerufen und gesagt, er hat doch einen Bagger jetzt gekriegt, wieder zurück. Und wir haben ja vor einem Jahr vom Haupthaus, also von der Hauptgasleitung, noch ins Melkhäusle Gasleitung wieder legen lassen, weil die alle defekt war. Und durch das, dass wir ja immer warme Milch machen müssen für die Kälbler, hat man ihn dann umgelegt und hat man gesagt, ja, kalt Wasser und Aufheizen, aber das dauert so ewig. Und deswegen zeige ich gleich, was man macht. Ja, und zwar läuft da die Gasleitung und da hat man jetzt eineinhalb Jahre bloß immer was drauf tut, dass es sich setzt. Jetzt ist es gesetzt genug. Da müssen wir die Blätter alle machen, weil da hat schon Oma und Opa schon reingehauen. Und ja, das wird man auspacken und wieder, klar, Flaschensteuer, die haben wir ja noch, bevor wir uns rausgemacht haben, ausgemacht, frisch aufgekieselt, also mit Split unterlegt und dann, ja, passt es wieder einigermaßen. Dann sehen wir uns, machen wir das jetzt, packen wir mal und dann sieht man weiter, wenn der Bagger kommt. Bis später! Ja, wir sind noch gerade aktuell, oder mein Vater tut jetzt gerade noch eine Frucht auf den Dreheraufbau. Und dass wir den noch aufblasen können, wenn wir oben langsam können. Also Weizen ist das, tut er noch auf. Leder, was nicht, war noch auftut. Das Gerste haben wir heute Morgen schon laufen lassen. Ist heute Morgen schon gelaufen. Wenn wir den Wagen morgen brauchen, der große 18 Tonner. Und ja, der füllt jetzt noch das Stückchen, dann kann man hinter an der Ding ganz normal Nauflau nebenher, solange wir da auspacken, weil ich denke, da waren wir schon auch einiger Zeit brauchen. Ja, kein Gesicht erkannt, ist auch dunkel. Jetzt, da waren wir einiger Zeit, also heute auf jeden Fall, bis wir das auspacken haben, aufgekieselt haben, wieder gescheit gepflegt haben. Ja, das dauert schon seit. Ein bisschen müssen wir noch ausbetonieren da vorne am Eck, wo wir den Beton weggerissen haben. Und sonst, wenn der Opa kommt, starten wir. Da haben wir auch noch eine Senke. Drehen wir mal. Sieht man wahrscheinlich gar nicht. Hier unten, da ist noch, sieht man gar nicht, da ist auch noch so zwei so Löcher drin. Muss man auch rausmachen, dass man da nicht mehr stolpert. Ja, so ist es. Und dann ja, sehen wir dann nachher weiter. Bis später. Oh!
So, heute 23. Dienstag, immer noch Juni. Ja, wir sind heute wieder im Silomäß, der zweite Schnitt in Teile, Garda und 3-4 Wiese. Und ja, Opa ist schon mit dem 727 unterwegs, mit dem Krausemähwerk. Der mäht jetzt gerade soweit alles, was halt geht, wo er nahe kommt. Und ja, später kommt er den da hin, der 633er, mit dem Mähwerk hinter denen, haben wir auch schon das Thema gehängt, dass das soweit ist. Dann nach dem Mittag schieße ich los mit dem Kreisler und mit dem 610er. Dann sehen wir uns da noch auf jeden Fall. Dann wird, sobald er fertig ist, mit Mäher sofort umgehängt auf das Schwader, weil das ist immer schon, jetzt schon deftig warm. Und wenn es zu lang natürlich an der Südhänge liegt, also wir haben bloß 2-3 Südhänge, wenn es da zu lang liegt natürlich, ist das dann, kannst du das gleich vergessen und kannst gleich Imt oder sonst irgendwas machen. Aber das wollen wir ja nicht machen. Wir wollen jetzt noch einen Schnitt Gras von denen. Es ist gut was gestanden bis jetzt. An denen, wo man jetzt gemäht hat, hat er vorhin gemeint, wo er hier war. Und ja, mit der Hofrenovierung sind wir auch fast. Ja, was heißt fast? Ich war gerade noch unterwegs. Machen wir kurz auf. Ich kann es nur nicht abladen, weil der Vater mit dem 610er gerade in einem anderen Hof ist und da Tiere füttert und versorgt und noch ein paar Steine mitbringt. Haben wir jetzt noch ein Bett und Estrich. Ja, fast. Ein Bett und Estrich geholt. 14 Sack. Weil wir noch ein paar Stellen haben, wo wir was rausgerissen haben, weil da Wasser unterspült wo hat. Und jetzt haben wir das natürlich gemacht. Ja, eigentlich haben wir noch einen Radlader, aber nee, also Opa fährt mit dem, aber eigentlich sollte der dringendst zur Reparatur. Ich kann es euch mal zeigen. Jetzt läuft eh kein Wasser raus, aber also die Wasserpumpe ist undicht. Und drehen wir mal und ob man es sehen kann. Na, ich glaube, man kann es nicht sehen, oder? Doch, jetzt kann man es sehen. Also, naja, so ganz in Ordnung ist es nicht mehr. Also kommt eine neue Wasserpumpe. Die ist jetzt auch anscheinend bestellt worden, aber mal gucken, wann die kommt. Das wäre eigentlich nicht so schwer, die zu tauschen, aber das lassen wir machen. Und ja, da können wir wieder zumachen, bis Vater kommt. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen, weil ich nach dem Mittag direkt losschießen muss. Weil ich zum Kreiseln muss, habe da 2 Stunden dafür Zeit. Jetzt ist schon wieder zu dunkel. Und ja, habe bestimmt ein bisschen gesehen, wie Zeitraffer und so vom Legen in manchen Teilen. Drehen wir mal. Also, hier sind wir fertig. Sieht auch in Ordnung aus. Da drüben passt es auch. So weit. Geht vielleicht noch ein bisschen runter. Das müssen wir gucken. Und da fehlt jetzt noch ein paar Steine. Das Problem, da war hier unten alles. Also hier war alles Beton. Und alles, ja gut, und mit diesem, wir machen jetzt nur, hier ist die Kante vom Beton. Die verlängern wir gerade nach unten auf die Kante. Dass das, warum drehst du dich jetzt? Dass das ein gerader Abschnitt ist. Und da wollen wir jetzt noch legen. So, wir sind jetzt unterwegs mit dem 610 im Hintergrund. Da steht er. Mit dem Krone Kreisler. Wir haben jetzt schon ein paar Flächen durch. Jetzt kommen so die letzten 2 oder 3, glaube ich, muss ich noch gucken. Habe ich den auf dem Zettel standen. Wie man sieht, da habe ich so ein bisschen Südhang. Da schenkt jetzt die ganze Zeit Sonne an, da haben wir jetzt Kreisler.
Und wenn ich wieder vom Fruchtholer komme, war er mir da haben wahrscheinlich gleich zehnmal da. Weil wenn man das jetzt auch guckt, da haben wir jetzt mit dem großen Mähwerk gemäht, mit 4 Meter, mit dem Kuhn. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Also das ist jetzt natürlich viel breiter verdeut. Und man sieht schon oben, ist schon da schon angeweckt. Also, und wenn man das jetzt dreht, und da ist noch nass, ja, klar, aber wenn man das jetzt dreht und zu lange liegen lässt in der Sonne, ja, dann ist das halt auch, kannst du gleich auch draus machen. Und deswegen gibt man da jetzt nur ein bisschen Gas, dass ich fertig war. Ich muss nämlich um 3:30 da oben sein. Ja, eine Dreiviertelstunde brauche ich da fast zum Fahren. Und ja, dann machen wir jetzt da fertig und holen nachher die Frucht. Und dann gehen wir gleich zum Schwader. Also heute ist noch brutal viel los. Mein Vater tut da heute noch Frucht auf und Stall und Zeug noch machen nebenher. Jetzt hat er mich verloren. Aber jo, bis dann! So, heute Freitag, der 26. Wir haben unsere Arbeit so weit gemacht. Ich habe bloß die Kamera nicht dabei gehabt. Ja, die Wiese sind die schon aufgeräumt von den Ballern. Die haben wir gestern schon wieder rein, kurz nach dem Presser. Ich habe ja schon am Mittwoch haben wir ja schon zusammen da einen Teil, so 70%. Und dann, wo ich dann am anderen Hof angefangen habe zum Spadre, gestern Morgen, Donnerstag, um 10:30 habe ich angefangen und bin los, weil es geheißen hat, um 12 Uhr kommt der Presser. Ja, ist halt schon um 11 Uhr da gestanden. Gott sei Dank habe ich schon das meiste, das große Fläche habe ich Tag vorher schon 10 Meter, also Mittag, abends noch, nachdem wir die Frucht geholt haben. Ja, da sind wir auch noch ewig unterwegs gewesen. Und weil wir dann noch, ich war eine halbe Stunde erst bald da, 3:30 war ausgebracht und 3 war eigentlich schon da. Ich habe gemeldet, da fahren wir länger, aber wir haben ja halt vorwiegen müssen. Ich habe bloß danach wiegen müssen. Dann haben wir danach gewogen. Die haben BNA gekommen und haben gedacht, ja gut, super. Jetzt haben die gesagt, oh, sie müssen gucken, ob man wiegen kann, weil sie was an der Waage gemacht haben. Das ist super. Aber das hat dann einwandfrei funktioniert. Also waren jetzt nur 7 Tonnen, was wir noch geholt haben. Jetzt ist bei dem auch leer. Und ja, das bleibt jetzt noch auf dem 18 Tonnen und wird jetzt immer wieder aufblasen, bis natürlich kurz vor der Erde ist. Das sind 2 Wochen, denke ich, soweit. 2-3 Wochen. Länger geht es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall haben wir Baller gut heimgebracht. Das Einzige ist halt, wir haben jetzt ungefähr genau die gleiche Fläche gemäht wie beim ersten Mal. Gleiche Hektarzahl wie beim ersten Schnitt. Natürlich, im ersten Schnitt waren es 48 Baller auf die 4 oder 5 Hektar. Es war jetzt nur 19 Baller auf die, sieht man was, das war jetzt ungefähr innerhalb von 6 Wochen, vom ersten auf zum zweiten Schnitt, 6 Wochen, ja, und da sieht man halt dann schon den Unterschied, was das da jetzt so viel wächst innerhalb von 6 Wochen, aber ja, wir haben uns gewagt, es war jetzt halt 19 Baller grad, auf denen war eher mehr Fahrerei als, ja, aber kann man nichts machen. Ja, jetzt Vater fährt schon wieder, holt CCM gerade noch. Weiß nicht was, heute sonst noch. Er steht nicht mehr so arg viel. Morgen Freitag. Wir fangen halt nachher noch das Paket aus zum Packen und dann zum Bauen. Aber dazu kommen wir im nächsten Vlog wahrscheinlich, weil der ist jetzt schon wieder lange genug. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bleibt gesund. So, damit ist das Video wieder zu Ende. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann ein Like und ein Abo da.
Und wenn ihr weitere Fragen habt, einfach unten in die Kommentare oder auch Anmerkungen, sonst was, einfach unten rein, die werden dann wieder beantwortet. Und dann sieht man sich nächstes Mal. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund.